Moin, mein Name ist Jonas Dietrich, ich leite die Kanzlei der Bürgerschaft. Wir sind heute wieder hier im Senatssaal. Neben den themenbezogenen Fachausschüssen hat die Bürgerschaft auch ortsteilbezogene Gremien gebildet. Diese sogenannten Ortsteilvertretungen, von denen wir 8 Stück haben, tagen in der Regel alle 2 Monate öffentlich. Ein Beispiel ist die OTV Innenstadt, die hier im Senatssaal tagt. In diesen Ortsteilvertretungen sollen ortsteilspezifische Themen besprochen werden. Die Einwohner sind hier besonders wichtig, denn sie sollen über bestimmte Erfahrungen im Ortsteil berichten. Ein flackerndes Straßenlicht, ein Schlagloch im Gehweg, ein Ortsteilfest, über all das soll gesprochen werden. Natürlich beraten die Ortsteilvertretungen, deren Mitglieder Einwohner des Ortsteils sind und Mitglieder der Bürgerschaft, auch über Vorlagen und sie geben Empfehlungen an die Bürgerschaft weiter. Besonders wichtig ist das Ortsteilbudget. Hier können Antragsteller ganz einfach bei der Kanzlei der Bürgerschaft einen Antrag einreichen und sie erhalten eine Zuwendung für kleinere Maßnahmen wie die Neubeschaffung von Fußballtoren, von Bänken oder um einen Ortsteiltreff zu organisieren.